Aber ich denke mal, das soll uns sagen, dass wir hier eigentlich schon ein, zwei Stufen höher sein sollten. Oh, oh, feuchte Hände, ja. Transformiert, was? Ich habe gerade irgendwas transformiert bekommen. Wo zur Hölle ist mein Schwert hin? Das ist nicht mein Schwert. Die verändern jetzt aber nicht permanent meine Ausrüstungsgegenstände, oder? Dann werde ich grantig. Die feuchten... So, feuchte Hände sind weg. Du, ausrüsten. Du, Schnelltaste 2. Du kommst da weg. So, wo ist mein Schwert, verdammt? Das ist weg. Okay, Stärke und alles einfach verprügeln. Weg. Du, Schnelltaste 2. Ich rüste das jetzt nicht aus. Können wir ihm nicht Gegner umbringen ohne... Warte mal. Du, wiederbeleben. Jetzt warten wir ganz kurz, bis die feuchten Hände weg sind. Und unser Stärke-Buff. Und dann probieren wir es nochmal mit der Keule. Und währenddessen brezelt unser kleiner Drache hier die Schleime weg. So, Keule raus. Stärke-Zauber. Töten. Genau, Drachi. Schön weiter draufhalten. Nein! Hat mich getroffen. Da ist mein Morgenstern, okay? Drachi! Mach was! Mach. Na also. Schnelltaste 2. Schnelltaste 3. Stück von einem Schild. Und Schild. So. Mein Schwert scheint echt einfach zerstört worden zu sein. Was ich ganz schön Overkill finde, aber na gut. Dann halt erstmal ohne Schwert. Ding. Ding. So. Gibt es hier nicht zufällig eine Verbindung? Das wäre echt schick. Ja. Dafür 2 Fackeln und 2 Treppen nach oben. Oh, sind viele. Viele Mäuse. Fröschli. Könnte es dir, glaube ich, ganz gut helfen. Hops. So. War so wirklich viele Flügel bisher haben wir auch nicht bekommen. Hops. Jo. Okay. Neue Magie. Abegeist, die Todgeweihten grüßen dich. Das hatten wir schon mal, glaube ich, die Anspielung. Seltsam deine Begrüßung ist. Wer bist du? Mein Name ist Kaiser Sötze? Was? Ich bin der neue Wächter des Schlüssels. Offenbar mit deinen Absichten. Ich rief dich herbei, damit du mir den Weg deiner Magie zeigst. Wenn du das Wissen der Magie des Schutzes erlangen willst, bringe mir erst den Schild von Kosnarak. Kein Problem. Sag mal, wo dieser Kosnarak ist und ich trete ihn in den Arsch, bis er mir sein Schild gibt. Aha. Kosnarak war ein großer Krieger, dessen letzte Arbeit ein magischer Schild war. Viele Könige trugen den Schild, da er Unsterblichkeit verleihen sollte. Allerdings schützt er nicht gegen die Gier der Thronfolger, die den Vorgängern den Schild entrissen. Ziehe Krähen auf und sie hacken dir die Augen aus. Um diesen Fluch zu beenden, befahl König Sesma seine Zerstörung.
Letztendlich wurde das Schild in 8 Teile gespalten. 8 Teile? Ich teile meine Pizzas auch immer in 8 Teile. Wo sind diese Teile jetzt? Sie sind weggeschlossen in schwarzen Truhen. Und in diesen Teilen, Hallen verteilt. Ja, davon haben wir schon 2 gefunden. Wer hat den Schlüssel? Er wird von Leffa verwahrt, einem Biest mit riesigen Zwingen und einer klebrigen Zunge. Um den Schlüssel zu nehmen, musst du Leffa und seine Lakaien besiegen. Wenn wir den Schlüssel nicht haben, wie konnten wir denn in die Truhen gucken, um zu sehen, dass da ein kaputtes Schild drin liegt? Plothole. Okay, abgesehen von den Teilen des Schildes, die ich dir bringen soll, gibt es sonst noch was? Garantiert kristallinen Staub. Um alle Teile des Schildes zusammenzufügen, benötigst du einen mächtigen Zauber, der wiederum kristalline magische Essenz erfordert. Oh ja, klar. Okay, gucken wir noch kurz, was hier ist. Okay. Und ganz zufällig finden wir ganz viel kristalline magische Essenz. Aber hier wollte ich jetzt gar nicht zu Ende gucken. Ich wollte zurück da rechts die Treppe runter. Und, also Leiter. Ja, ist meine Leiter. Und dann die linke Leiter nehmen und nicht die rechte hier. Weil da scheint noch irgendwas zu sein. Genau. Hops. Ja. Und wo wir gerade mal hier sind, können wir jetzt gucken, ob die Theorie vielleicht steht. Also hier war das eine, wo wir ein Feld freigeschlagen haben. Danach haben wir woanders ein anderes Feld freigeschlagen. Und jetzt kommen wir trotzdem nicht weiter. Aber na gut, Versuch war es wert. Wir müssen jetzt eigentlich hier runter. So, dann die Truhe da unten öffnen. Und irgendwo fehlt hier noch ein Licht, kann das sein? Nee, weiter links. Hier fehlt ein Licht. Das ist bestimmt oben bei dem Zauberding, das ist, wo wir nicht ankommen. Das Schild könnten wir... Ist verschlossen, ja. Können wir nicht mitnehmen. Da geht's gar nicht weiter. Ja, das mit diesem komischen lila Pentagramm mit dem Hinkommen finde ich echt ein wenig komisch, aber das klärt sich vielleicht noch. Gut. So, also alle Lichter sind an. Aber es ist nirgendwo irgendwas extra aufgegangen oder so. Also wir müssen jetzt einen nach oben und dann nach links. Da gehen die Hallen hoffentlich noch weiter. Weil bisher haben wir nur 2 schwarze Truhen gefunden. Moment mal. Wo geht's denn da gleich weiter? Also erstmal kürze ich ab. Einmal zum Abspeichern. Und einmal, weil es halt kürzer ist. Also hier rein. Da rein. Da rein. So, von hier aus nach unten und links. Hallo. Hallo. Da links würde es zurückgehen, aber wir gar nicht hinten. So, hier einfach nach links gehen. Oh, nicht ein Eisen lassen. Nicht Fröschli töten. Geistermaterie. Gut, heilen. Wir sind nämlich doppelt vergiftet. Oh, wir haben noch gerade einen Entgiftungszauber bekommen. 8. Und ganz weg. Ah, ja, schick. Warte mal. Zauber. Neutralisiert das ganze Gift in deinem Körper, aber 10 Essenzen. Schnelltaste 7. Ach, ich sehe schon, komm, wir brauchen jetzt noch mehr. Oh, oh. Grüne Essenzen als vorher. Und
nasse Finger. Ich hasse das. Wo ist mein Drache? Call. So, hier ist noch eine Truhe. Können wir aber gerade nicht mit anfangen. Ignoriere euch jetzt einfach. Ja, haut mich doch, ihr macht eh nur einen Schaden. Was zur Hölle? Okay. Münzen. Wie kommen wir da drüben hin? Also muss ich doch meine Keule rausholen, die dann gleich wieder runterfällt? Nö. Ja, ganz viele Diebe. Noch ein Schildteil. Ja. Oh. In der letzten Sekunde, wo das Ding noch aktiv war, genau dann ist es runtergefallen. Gut. Bogen schießen. Hab dich. Hey, was ist das denn da? Oh, warte mal. Ich glaube, das ist das Ding, das mein Schwert wurde. Also wir wurden ja von diesen Verwandlungsdingens getroffen und dann hatte ich plötzlich sowas ähnlich aussehendes wie das da in der Hand. Spielt's euch einmal. Ja, Streitkolben Stufe 0. Vielleicht kann man das hier irgendwie zurückverwandeln. Auch wenn wir das Schwert eh bald ersetzen, aber was, wenn es ein Artefakt gewesen wäre? Das wäre ganz schön garstig. Räum mal auf, Drachi. Da muss ich mir ganz schön lang das aufräumen. So, was haben wir hier? Der Geistermaler, na also. Kaufen. Diverse Gegenstände. Eine Bildkarte. Okay. Ja, komisch. Ist das jetzt ein Bild? Uah. Jetzt ein Bild von uns oder einfach irgendein Bild? Da unten sollte ich nur runter, wenn ich den Bogen auch halten kann. Oh, ein neuer Dingens. Neues Gate. Wo wir so nicht wirklich hinkommen. Na gut, kurz heilen. Zack. Ruhig nochmal. So, Buff ist gleich weg. Also wir können schon mal hier runter. Zack. 1, 2, 3, kaputt. 1, 2, 3, kaputt. 1, 2, und die droppen grüne Essenz. Das ist sehr praktisch. So, was steht da? Nicht den Schleim in den Vorhängen beseitigen. Was? Ach so, wir sollen den Schleim nicht in den Vorhängen umbringen, damit der Schleim, die Schleimreste nicht in den Vorhängen hängen bleiben. Oder so ähnlich. Geistermaterie. Und noch eine Kiste. Ja, muss alles warten. Erst dann brauchen wir diesen komischen Boss. Warum ist hier so eine halbe Säule? Rolle der Ausleuchtung. Wollen die mir etwas sagen? Das benutze ich doch gleich mal. Wow, das war viel Licht. Also müssten wir von oben die andere Treppe nehmen und dann hier. Okay. Doch ganz schön verwinkelt hier. Was war hier? Wow. Merlin? Willkommen, junger Krieger. Mein Name ist Merlin. Und du bist? Ich bin Pendragon. Das war der Vater von Merlin, ne? Donner und Blitz, meine Prophezeiung wird wahr. Vielleicht bist du der Auserwählte, der das Schwert Excalibur führen wird. Wirklich? Und was muss ich tun, um es aus dem Felsen zu ziehen? Nur der Auserwählte des Gottes Lichtes kann es herausziehen. Nur wenige haben das Privileg, seiner göttlichen Gunst zu erlangen. Die Auserwählten müssen gegen das Böse kämpfen, um die Gunst zu erlangen. Ja, und Tote töten, das kennen wir.
Ja, mit der göttlichen Gunst wird es mal so möglich sein, das Schwert herauszuziehen. Genau, mein junger Freund. Erlangst du ausreichend göttliche Gunst, ein Porträtbild und 15 Münzen vor die Formalitäten, würdest du das Schwert bekommen. Das Porträtbild haben wir schon. Hey, das muss das Schwert Excalibur sein. Ich werde versuchen, es zu nehmen. Es steckt fest. Keine Chance. Und wieder zu Merlin. Seid gegrüßt, Merlin. Ich würde sagen, dass ich genug göttliche Gunst besitze, um heilig gesprochen zu werden. Und hier ist das Miniaturbild. Fantastisch, fantastisch. Lasst mich sehen. Vorname Arthur. Nachname Pentragon. Adresse? Johnston Street 15. Ich meinte Camelot natürlich. Camelot. Postleitzahl? Ich kann mich nicht genau erinnern. Bursche, du solltest die Postleitzahl wissen. Weiter. Mail? Mail? Ja, Junge, die Adresse der magischen Mail. Ja, natürlich. Arthur@camelot.org. Arthur@camelot.org. Möchtest du über kostenlose Informationen über legendäre Waffen und Rüstung erhalten? Nein, ich will diesen magischen Mail-Account nicht voller Spam haben. Perfekt, die Karte ist fertig. Viel Spaß mit deinem Schwert. Sehr geil. Göttlich auserwählter Begleitschein.